Heute zeigen wir dir, wie du unsere Ultra Slim Tape-In Extensions richtig einsetzt. Für dieses Tutorial verwenden wir davon 3 Packungen in der Farbe 6 hellbraun. Grundsätzlich arbeiten wir die Tapes in einer V-Form ein. Wir beginnen am Hinterkopf und arbeiten uns dann zu den Seiten vor. Zuerst teilen wir das Haar am Hinterkopf präzise ab. Es ist wichtig, sich vor dem Einsetzen Gedanken darüber zu machen, wie hoch die Tapes platziert werden sollen. Abhängig vom Kopfumfang und der Haardichte können wir mit einem oder mit 2 Tapes in der ersten Reihe beginnen. Da wir 2 Tapes nebeneinander setzen, platzieren wir sie nicht mittig, sondern links und rechts von der Kopfmitte. Wir achten darauf, dass die Streifen mindestens 2 mm von der Kopfhaut entfernt sind und drücken sie dann fest an das Eigenhaar. Wir klappen das erste Tape um und trennen es sauber ab. Drückt nun die beiden Tapes mit euren Fingern oder einer Tapezange fest zusammen, damit die Luft zwischen den Tapes entweichen kann und die Tapes perfekt halten. Als nächstes gehen wir zur zweiten Reihe über. Gewöhnlich lassen wir etwa 2 Finger breit Abstand zwischen den Reihen. Nachdem wir erneut abgeteilt haben, wiederholen wir den Vorgang mit 3 Strähnen. Dabei beginnen wir mittig und arbeiten uns seitlich vor. Sobald eine Reihe fertig ist, lassen wir das gesamte Haar herunter und bürsten es durch, um zu kontrollieren, ob die Tapes in der richtigen Höhe eingesetzt wurden. In der dritten Reihe setzen wir wieder ein Tape mehr ein, wobei jeweils 2 Tapes links und rechts von der Kopfmitte platziert werden. Nachdem wir das gesamte Haar erneut heruntergelassen und durchgebürstet haben, teilen wir es erneut ab. Wir lassen wieder 2 Finger breit Abstand und gehen zur nächsten Reihe über. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wo die letzten Tapes gesetzt wurden, könnt ihr immer in der darunterliegenden Reihe nachsehen. In der vierten Reihe setzen wir nun 5 Tapes an. Wir beginnen wieder in der Mitte und arbeiten überlappend. Damit die Extensions später nicht stören, halten wir stets genug Abstand zu den Ohren. Bevor wir fortfahren, glätten wir kurz über die bereits eingesetzten Extensions. An den Spitzen sieht man noch einen leichten Übergang, dieser wird später mit den Extensions, die am oberen Hinterkopf gesetzt werden, verblendet. Aber zuerst fahren wir mit den Seiten fort. Dabei teilen wir seitlich sauber ab und orientieren uns am zuletzt gesetzten Tape. Mit dem Stielkamm testen wir, ob die Tapes nicht durch die Haare hindurch scheinen würden, wenn das Haar später zu einem Zopf gebunden wird. Danach setzen wir die nächsten Strähnen ein, achten darauf, seitlich versetzt vorzugehen und uns immer wieder an den darunterliegenden Strähnen zu orientieren, um Lücken zu vermeiden. Das Besondere an diesen Extensions ist, dass lediglich nur 2 mm Klebestreifen an der Außenseite zu sehen ist. Das sorgt dafür, dass die Tapes noch besser im Eigenhaar verschwinden können. So gehen wir auch bei den darüberliegenden Reihen vor. Wie viele Reihen an den Seiten gesetzt werden können, hängt ganz davon ab, wie viel Platz ihr habt und wie dicht euer Eigenhaar ist. In unserem Fall setzen wir insgesamt 4 Reihen zu je 1 bis 2 Sandwiches. Diesen Vorgang wiederholen wir auf der anderen Seite, bevor wir wieder zum Hinterkopf übergehen.
Wir wollen nicht zu viele Extensions am oberen Hinterkopf setzen, da sich dort ein Wirbel befindet und die Extensions durchscheinen könnten. In unserem Fall reicht eine Reihe mit zwei weiteren Strähnen am Hinterkopf aus. Das kann natürlich von Person zu Person variieren. Sobald diese gesetzt sind, bürsten wir das Haar erneut durch und glätten es bei Bedarf. Zum Abschluss schneiden wir die Spitzen zurecht, um ein sauberes Ergebnis und eine gute Dichte zu erzielen. In der Regel werden 2 bis 3 cm abgeschnitten. Und schon sind wir fertig.